Die Wunschvorstellung eines Gastronomen in einer Großstadt ist einfach und trotzdem sehr kompliziert. Das heißt, er braucht eine Spitzenlage, er braucht eine Nähe zur Stadt und vor allen Dingen, er braucht Parkplatzmöglichkeiten und, wenn möglich, eine optimale Aussicht. Das alles findet man hier in diesem neuen Mainitzer. Ein Restauranttyp, der seinesgleichen sicherlich sehr schwer zu finden ist. Denn er beinhaltet mehrere Strukturen und er hat das Thema: Fühlen Sie sich wohl, kommen Sie im neuen gastronomischen Wohnzimmer Mainitzer. Wir haben Mainitzer deshalb gewählt, um die Regionalität zu dem Fluss zum Main zu bekommen. Mainitzer bedeutet auf der einen Seite vom Genuss her die Tradition, die deutsche Kochkunst mit der Innovation, den Zeitgeist zu verbinden. Und jeder, der reinkommt, muss das Gefühl haben, er ist willkommen. Wir sind keine Gastronomen, wir sind dann keine Gastwirte, sondern wir sind leidenschaftliche Gastgeber. Da spürt der Gast, er soll merken, hier sind die Kinder genauso gut aufgehoben wie der Generaldirektor. Und er muss genauso entspannt nach Hause gehen, wie entspannt und erwartungsvoll er das Restaurant betreten hat. Das ist unsere Primäraufgabe. Wir haben schon immer von einem Restaurant im Herzen Frankfurts geträumt. Ein Restaurant direkt am Ufer des Mains, unsere Mainitzer. Das Mainitzer ist Frankfurts neues Wohnzimmer. Unsere Gäste sollen sich hier wie zu Hause fühlen. Hier können sie einfach entspannen und genießen. Und so sind wir aufgestellt. Freundlich, hilfsbereit, sich wohlfühlen. Ein unterschiedliches Couleur in den einzelnen Einrichtungen. Für jedermann den richtigen Platz zu finden. Und jedem das Gefühl zu geben, er ist willkommen und er ist an diesem Tag der König. Wir möchten die Menschen verwöhnen. Deutsche Küche in ihrer Vielseitigkeit, in Verbindung mit internationalen Spezialitäten, aber ohne den ganzen Shishi. Das ist das, was wir machen, das ist das, was unsere Gäste lieben und das ist das, warum wir so einen großen Zuspruch haben. Das, was auf den Tisch kommt, muss unkompliziert sein, einfach, aber von hoher Qualität, mit einem wirklich ausgezeichneten Wohlgeschmack. Der Wohlgeschmack der Speisen ist das Entscheidende. Unsere Belle Etage, so nennen wir unsere Veranstaltungsräumlichkeiten im ersten Obergeschoss, bieten einen herrlichen Blick auf den Main, sind vielfach nutzbar. Sie bietet Platz von 30 bis 150 Personen für unterschiedliche Veranstaltungen. Sei es eine Geburtstagsfeier, sei es ein Frühstück, sei es ein Geschäftsabschluss, sei es eine Vermählung, eine Verlobung, sei es ganz einfach Veranstaltungen, die sich auch im Tanzbereich bewegen. Oder eine Kunstausstellung. Diese Fläche bietet für alle Möglichkeiten Platz. Platz, den Sie brauchen, unterteilt oder nicht unterteilt. Alles ist bei uns machbar, alles machen wir mit ganz, ganz großem Herzen, mit Professionalität und mit der Individualität jeden einzelnen Gastes. Mein neuer Lieblingsplatz im Sommer ist unser Biergarten. Mit Blick auf den Main und das gegenüberliegende Museumsufer. Hier kann man herrlich verweilen, ob mittags, nachmittags bei Kaffee und Kuchen, abends bei einem wunderbaren Abendessen. Und wenn dann noch einmal im Monat bei guter Sicht der Mond aufgeht und es ist Vollmond, das ist schon etwas kitschig, aber wunderschön. Die Atmosphäre war wirklich jeden Abend sehr, sehr entspannt und hat uns gezeigt, dass das genau das ist, was unsere Gäste suchen, was sie wunderschön finden und sie haben Spaß, sie fühlen sich wohl, sie gehen mit dem Strahlen im Gesicht nach Hause und wir können sagen, wir haben alles richtig gemacht. Wir freuen uns auf Sie. Ihre Gastgeber Uli und Hadi.